Konnichiwa, meine Freunde, hier ist euer Baumi und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar habe ich ein Quiz für euch vorbereitet. Und in diesem Quiz ist es so, dass verschiedene Geschichten erzählt werden oder verschiedene Informationen gegeben zu Japan. Und ihr müsst dann herausfinden, welche sind gelogen, welche sind wahr. Im nächsten Video wird das Ganze aufgelöst und ich bin schon gespannt, wer von euch das Ganze richtig errät. Lange Rede, kurzer Sinn, wir beginnen gleich mit der ersten Frage, denn es geht um ein Museum in der Edo-Zeit. Dieses Museum, das in Tokio ist, beschäftigt sich komplett mit der Zeitepoche der Edo-Zeit in Japan und alles, was kurz darauf passiert ist. Von Miniaturnachbauten, Schriften und Gemälden aus der Zeit, über eine Brücke, die vollständig nachgebaut wurde, bis hin zu lebensechten Gebäuden wie Theater oder den Wohnräumen für Arme, gibt es hier alles. Doch nicht alles hier ist nur zum Anschauen. In einigen Teilen kannst du die Geschichte auch erleben. Setz dich in die Tragesänften aus der Zeit und schau, wie Adlige gereist sind. Oder schau dir ein Theaterstück der alten Zeit an. Museen müssen aber nicht immer wirklich komplett in der Vergangenheit spielen. Es gibt auch interaktive und lustige Museen. Und das wäre jetzt Thema 2. Selbstverständlich gibt es auch in Japan ein Anime-Museum, war ja auch nicht anders zu erwarten, wie zum Beispiel den One Piece Tokyo Tower, der sich im eigentlichen Tokyo Tower befindet. Hier könnt ihr nicht nur die Welt von One Piece sehen, sondern sogar aktiv in den Spielen teilnehmen und so ein Teil der Welt werden. Zum Beispiel schießt ihr als Lysop auf Marinesoldaten oder sucht die Poneglyphs, die spinnen doch die Römer, die Japaner meine ich natürlich. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr ein separates Ticket am Eingang kaufen, denn mit dem normalen Tokyo Tower Ticket kommt ihr einfach nur an die Spitze des Tokyo Towers. Ein Muss für jeden One Piece Liebhaber. Und als letzten Punkt steht auf der Agenda das Tenkyu, denn das ist ein Weltraummuseum beim Tokyo Dome. Auf verschiedenste Weisen kannst du dort vor Ort spielerisch das Weltall entdecken und alles, was dazugehört. Und für die ganz reichen Menschen unter euch gibt es vor Ort ein einmaliges Angebot. Für eine richtig, richtig große Summe Geld könnt ihr nämlich dort ins Weltall fliegen. Wenn auch nur für sehr kurze Zeit. Aber wer will nicht mal einen kurzen Moment in der Schwerelosigkeit sein oder generell im All, bevor man wieder auf den harten Boden der Tatsachen trifft? Also ich meine trotzdem, wie krass ist es, dass du ins Weltall fliegen kannst, auch wenn ich, glaube ich, dieses Geld für was anderes benutzen würde, aber okay, jeden seins, aber es gibt ja anscheinend nichts, was es in Japan nicht gibt. Aber jetzt kommen wir mal zurück zum Thema, denn es ist ja ein Quiz und ihr solltet mir in den Kommentaren beantworten, welche der Stories ist nun wahr und welche gelogen. Nächsten Samstag erfahrt ihr dann, welche der Stories richtig waren und welche gelogen. Plus neues Rätsel, wenn ihr Lust habt. Also schreibt mal eure Vermutungen oder euer Wissen in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer es richtig und wer es falsch rät. Und ja, es tut mir leid, ich bin immer noch krank und meine Stimme ist heiser. Deswegen ein softes Sayonara. Bis zum nächsten Video.